Hallo, hier bin ich wieder. Ich möchte jetzt mal ein Thema ansprechen, was mir heute Morgen so richtig über den Weg gelaufen ist. Ja, nachdem ich meine Kinder geweckt habe, ihnen Frühstück gerichtet habe, mich dann wieder ins Bett gelegt habe mit meiner Tasse Kaffee, einem schönen Buch und meinem Tablet, kam ich nach meinen 3 Seiten lesen. Das ist so mein kleines Pflichtprogramm am Morgen früh, kam ich dann auf meinem Tablett auf ein Mail von einer Ronja. Sie gehört zur Generation Y. Sie hat auch eine Seite im Internet. Ich habe es mir mal dann angeschaut. Das klingt wirklich sehr schön und ich habe schon einige Artikel von ihr auch gelesen. Aber das jetzt, das hat mich doch ein bisschen irritiert. Zwar ging das jetzt mit Überschrift, wie es sich anfühlt, nach einer längeren Reise zurückzukommen. Ja, sie war schön weit unterwegs mit dem Flieger. Sie hat auch die Stewardess auf Englisch verabschiedet. Sie war immer über 25 Grad unterwegs. Also man kann sich vorstellen, wo sie so war. Und jetzt ist sie wieder in der kalten deutschen Luft. Und freut sich nicht hier zu sein, sollte sich aber freuen, sagt sie. Ich glaube, jeder von uns, auch wir Älteren, hat das schon einmal erlebt und nicht nur einmal. Ich bin jetzt 58 Jahre alt und habe sowas schon sehr oft erlebt und wundere mich ein bisschen, warum das so angesprochen wird, dass das so ein, ich nenne das mal in Anführungsstriche, Kulturschock ist, wenn man jetzt länger im Ausland war und dann wieder hierher kommt. Ich habe lange darüber überlegt, aber ich glaube, das Thema muss ich mal ansprechen. Und deswegen habe ich auch hier meine kleine Gnomhexe, die ich von meiner Mutter geschenkt bekommen habe, jetzt ganz frisch. Die war jetzt mal wieder in Island. Meine Mama ist jetzt 83 Jahre alt und reist immer noch lange rum. Ich sitze hier, schaut, in meinem Hamsterrädchen, ja, in meinem Alltag mit meinen süßen großen Mädels und verbringe die Tage mit Dingen, die mir sehr viel Spaß machen und die mir, wie soll ich sagen, im Moment ein richtig schönes, erfülltes Leben bieten. Ich bin zwar in meinem Hamsterrad, ja, aber ich kann, so wie ich es jetzt mit dieser kleinen Hexe mache, kann ich einfach diese Hexe rausnehmen, also mich rausnehmen und kann losfliegen. Symbolisch habe ich diese kleine Gnomhexe ausgesucht, weil das Hamsterrad, das immer von allen so bezeichnet wird, wenn man so im Beruf ist, wenn man in der Familie ist, wenn man zu Hause ist, wenn man nicht wegkommt, wenn man in seinem Leben lebt, das wäre schrecklich. Wieso können wir nicht das Hamsterrad so öffnen wie dieses hier? Ich habe das auf dem Flohmarkt gefunden. Das finde ich genial. Das ist eigentlich da durchscheinend. Guckt mal, ihr könnt schauen, wo ich mich hier so bewege. Ich kann euch durch mein Hamsterrad meine Idylle da draußen zeigen. Schaut mal hier, seht ihr das? Da, das kann ich durch das Hamsterrad, das kann ich ohne Hamsterrad. Ich wohne hier im Grünen, mitten in der Stadt mit meinen Mädels. Und ich komme wieder runter zu meinem Hamsterrad und bringe euch meine kleine Hexe so daher. Denn ich fühle mich eigentlich eher so wie diese kleine Hexe. Und so sollte es uns allen gehen. Wir können jederzeit, zu jeder Zeit in unserem Leben, ob wir im Beruf sind, in der Schule sind, in der Familie sind, im Alltag sind, ja, auch in den Ferien können wir jederzeit ein bisschen davonfliegen, uns eine schöne Zeit gestalten. Wir müssen nur eben es machen, selber machen. Und ich glaube, die Generation Y schwammt so in diesem Eck rum. Ja, wir müssen natürlich, wie jedes pubertierende Lebewesen, Mensch, oder nach der Pubertät, wenn wir unser Leben neu beginnen, wenn wir suchen, wo gehen wir hin,
müssen wir natürlich schauen, wo fühlen wir uns wohl, wo sind wir zu Hause, was wollen wir gerne tun. Dafür können wir jederzeit raus aus diesem sogenannten Hamsterrad und losfliegen, wie diese kleine Gnomhexe. Ich habe das gemacht damals mit 21 und bin dann 1000 Kilometer weg von meinen Eltern gezogen, mit meinem damaligen Freund zum Studieren. Ich habe dann dort eine Familie gegründet. Ich habe dann dort ein freies Leben von meinen Eltern geführt. Ich habe es selber entschieden. Ich habe dann gearbeitet. Ich habe dann viele tolle Dinge dort in der Gegend erlebt. Eben 1000 Kilometer weg von meinen Eltern. Ich habe mir mein Leben eingerichtet, so wie es jeder Mensch tun kann. Wenn ich mich dazu von der Gesellschaft oder von, keine Ahnung, ich sag mal den Eltern, den Firmen, womit man so zu tun hat, in so ein Hamsterrad reinbuxieren lässt und zulässt, dass sie Wände hier, Wände vorne, hinten, Wände hinbauen, dann lässt du es selber zu. Das möchte ich eigentlich weitergeben. Denn jedes Hamsterrad ist offen. Du kannst zu jeder Zeit aussteigen. Jeder, der aussteigen möchte, kann das. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich steige aus, ich gehe jetzt ein paar Monate oder auch ein Jahr ins Ausland, dann ist es doch logisch, dass wenn man zurückkommt, dass man dann erstmal sich orientieren muss. Eine andere Kultur, ein anderes Klima. Das ist doch normal. Wieso wird das jetzt von dieser Ronja zum Beispiel so extrem aufgeführt? Jeder Mensch erlebt das. Jeder Mensch, jeder, jeder und jeder, der praktisch etwas unternimmt und aus seinem kleinen Hamsterrad einmal rausgeht, der erlebt das wieder, wenn er nach Hause kommt. Weil eigentlich ist ja das Hamsterrad nicht schlecht. Das Hamsterrad bringt uns Bewegung. Das Hamsterrad hält uns fit. Wenn ich mir anschaue, ich hatte früher einen Hamster, der ist in so einem Ding rumgerannt. Der war voll fit, rank und schlank. Aber er ist doch gerne, wenn er dann sich ausgetobt hatte, dann ist er gerne in seine Höhle, die er sich selber in seinem Terrarium gegraben hat, in der Erde, verschwunden und hat geschlafen. Ich glaube eher, dass die Generation X oder die jungen Menschen, die sich so auf den Medien zeigen, wie sportlich sie sind, wie fit sie sind, wie einen durchtrainierten Körper sie haben, wie sie durch die Welt jetten. Ich glaube eher, dass die in einem Hamsterrad sitzen. Die lassen sich nämlich von dieser Werbegesellschaft einspannen, ihre Produkte zu verkaufen. Und dafür reisen sie, dafür kriegen sie zwar ein bisschen Geld, aber dafür müssen sie extrem kämpfen. Ich möchte hiermit ein bisschen anregen, dieses Thema werde ich natürlich nochmal aufnehmen, dass ihr da draußen, ihr Jungen, dass ihr euch da mal Gedanken drüber macht, wie ihr euch ausnutzen lasst von diesen Firmen, die euch als Werbemenschen, als Werbetafel eigentlich benutzen. Ob ihr da nicht vielleicht etwas unterstützt, was nicht so gut ist. Okay, jetzt habe ich wieder meine Sache losbekommen. Und ich nehme jetzt hier meine schöne Hexe raus, setze sie vorne hin, so wie ich mich fühle, und lebe mein Leben. Bis bald. Tschüss.